Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Escape Dead Island. Ja, und heute wollen wir wissen, was sich hinter diesem großen Ding verbirgt. Und übrigens habe ich sogar indirekt herausgefunden, was wir hier tun. Also, das Unterwasser, also ich denke mal, es ist ein Unterwasserlabor, weil es ist halt Unterwasser und ein Labor und es ist halt unten irgendwo. Und ich kann euch das gerade nicht zeigen, ne? Oh shit. Jetzt habe ich Fehler gemacht. Ich bin rausgetappt, ich muss das Spiel neu starten. Weil wenn du raustappst aus dem Spiel, geht es in Fenstermodus. Aber ich kann euch kurz jetzt den Desktop einmal zeigen. Hier ist es. Und wie wir sehen, ist hier. Das ist halt ein DLC. Und da seht ihr auch, wann ich mir das geholt hatte. Also, glaube ich, irgendwie durch Handelbumble oder so. Und das ist halt das DLC von Dead Island. Und ja, ich denke mal, dass wir das gerade spielen. So, dann starten wir es mal eben gerade nochmal neu. Aber das ist ein Problem, wenn ich das schließe. Nein. Dann oder minimiere oder sowas. Und die Szene kommt übrigens auch jedes Mal, wenn ich das Spiel lade. Ja, dann ist halt das Problem, dass dann das Spiel im Fenstermodus ist und ich krieg's nicht mehr im Vollmodus. Was heißt Fenstermodus? Nicht wirklich. Es ist meine Taskleiste ist vor, aber ich kann nichts gegen machen. So, dann müssen wir einmal kurz den hier noch aktivieren. Muss ich gerade übrigens auch alles vor der Aufnahme machen. Hätte ich das gewusst, dass ich so doof bin und raustappe, dann hätte ich es natürlich hier auch in der Aufnahme machen können. Hätte das keinen großen Unterschied gemacht. So. Und ich gleich noch mal kurz nach meinen Munition und so gucken. Okay. Ich hoffe, dass das Spiel dann nicht vorbei ist, sondern dass wir dann normal auch noch weitermachen können. Was haben wir? Wir haben gut viel Schuss für die Waffe. Wir haben da mehr als genug Schuss. Haben wir hier mal irgendwie wieder was zu fotografieren? Wahrscheinlich hätte ich die Tür fotografieren können, wo sie zu war. Kann ich mir gut vorstellen. Aber gut, wir begeben uns mal in die Höhle des Löwen. Ich weiß ja nicht, was uns hier erwarten wird. Ah, das war wieder das Logo. Warum bleibe ich das denn nicht wieder nicht fotografieren? Na ja, gut. Okay, hier haben wir ein bisschen Muni und alles. Hier haben wir ein U-Boot. Ja, und jetzt? Komme ich jetzt hier raus? Steigen auf, oder? Der Start. Ne, das ist nur so ein Wassereffekt. Oh. Oh. Hilfe! Ich möchte in das U-Boot rein. Bitte, danke. Eventuell? In das U-Boot? Hallo? Wollen wir euch dem Wasser einfach entgegenlaufen? Oh, hier kommen Zombies. Ah, das ist ja der Jumper. Aua. Oh mein Gott, hier auch noch ein Spuckviech oder was? Alter, was ist denn hier los? What the heck, was kommt da alles? Okay, das ist not bad, Alter. Gut, ich hab's aber wahrscheinlich auch viel zu spät gecheckt. Aber hier kann man die Errungenschaft machen. Es gibt nämlich die Errungenschaft, dass du 5 Zombies in 2 Sekunden oder so töten musst. Könnte man hier vielleicht schaffen. Okay, also das ist nur so eine Horde überleben. Okay. Kriegen wir hin. Das ist weird. Das ist gar kein Schiff, sondern das ist einfach so am Boden angedockt. Okay. Wassermarsch! Da kommen hier die Zombies raus, oder wie war das? Da ist einer.
Oh Leute, das explodiert. Ich darf auf die Spucke aufpassen, weil von denen habe ich am meisten Angst. Du bist okay. Oh, hi. Okay, wo ist der Spucker hin? Bam. Okay, also würde man wahrscheinlich hier wirklich die Augenschaft hinkriegen können. Aber ich bin zu blöd dafür. Nein, nicht Kamera aus. Och mein, ich bin zu dämlich. Oh, ich bin so selten dumm, ey. Also den einen Zombie konnten wir fotografieren noch. Mal gucken, welcher Zombie das war. Wir können ja hier oben auch chillen. Einfach so. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich sag halt echt, dass man diese Cutscene immer abwarten muss, ne, wenn man stirbt. Ach gut, ich würde mal auch bestraft, dass man scheiße ist, ne? Das ist unfair, jemanden zu strafen, dass er scheiße ist, weil er scheiße ist. Finde ich schon ein bisschen gemein. So. Haben wir einen Zombie? Den wir fotografieren können. Hallo. Da. Okay, das war jetzt nicht so ganz so schlau, was ich hier gemacht habe. Okay, hier sind noch mehr, also ein paar viele. Einmal Rundumschlag. E benutzen? Achso, executen. Ich hätte den einen finishen können. Okay, das ist okay. Okay, der ist down. Falsche Sache. Kannst du bitte die Waffe rausholen? Danke. Okay. Okay, wird jetzt auch geblitzelt. Ja. Stirb! Ich muss aus der Scheiße raus hier. Okay, wir werden jetzt aber alle gewusst, das heißt eigentlich. Aua. Habe ich ja gar kein Problem mehr mit den Viechern, oder? Really? Ich bin gerippt. Willst du mich verarschen? Weil ich da unten stand, muss ich hier oben stehen oder was? Das ist doch jetzt pure Verarsche, oder? Also... Nee. Das sehe ich nicht ein. Weil ich da unten stand, bin ich gerippt oder was? Bitte sag mir nicht, dass die scheiß DLC verbuggt ist. Dann raste ich aus. Oder sag mir von mir aus auch, was ich machen soll. Das ist okay. Ich habe eine Errungenschaft. Ich habe den, glaube ich, im Sprung erledigt. Oh mein Gott. Das ist doch lächerlich.
Warum muss ich einfach versuchen, schnell rauszulaufen? Das würde ja auch wenig Sinn ergeben, oder? Ja, raus komme ich nicht. Und die kann ich auch nicht deaktivieren, die Teile, ne? Ja gut, ich kann ja am Anfang auch weit hinten bleiben. Das ist ja eigentlich gar nicht das Problem. Das Problem ist dann ja später erst, dass die Gegner halt... also, dass ich dann später hier hoch muss wahrscheinlich. Wegen diesem Geblitzel-Dings-Gedöns. Denke ich mal. Ich kann sogar schon abballern, das ist ja interessant. Okay. Einfach umbringen. Einfach umbringen. Oh mein Gott. Der Ding wird halt noch super schwer, ne? Okay. Der Beowulf oder wie der heißt. Der mit den Schlitzern. Ich glaube jetzt einfach mal, dass ich wirklich hier oben stehen soll. Genau, der da? Ja doch, der ist das. Oh oh. Oh oh. Okay, der ist gar nicht so stark, der ist nur tanky, wenn er seine Krallen oben hat. Okay, das ist gut zu wissen. Kann ich den Strom irgendwie ausmachen oder so? Au. Habe ich das hier überlebt? Bitte? Oh, endlich. Wow. Ich dachte halt, ich verkack das wieder. Okay, das ist ziemlich schwierig, dass man echt da oben drauf stehen bleiben muss. Das muss einem auch einer sagen. Das Ladebildschirm, den Ladebildschirm hatten wir schon mal. Oder gehen wir ein bisschen weit nach zur einen Seite, glaube ich, oder? Okay, jetzt haben wir das Labor abgeschlossen. Wunderbar. Okay. Ich habe ja natürlich jetzt mega viel Muni geracet, ne? Aber ich glaube, das war es wert. Helipad war das nächste Ziel, ne? Genau. Der Helipad. Ist tot, ne? Okay. Ab zum Helipad. Und ja. Ich habe nämlich echt gedacht, dass wir eventuell ein bisschen irgendwie verkackt haben, dadurch, dass wir das gemacht haben. Na gut, haben wir jetzt gleich genug Gegner gespawnt. Dead Aim, Alter. Jetzt bitte auf die Waffe wechseln? Okay. So, weghacken. Bam, Junge. Okay. Ich wieder gerechnet, dass so ein Viech wieder zu Leben erweckt wird. Oder ist im Kopf gerollt. Okay, alles gut. Wahrscheinlich ist das ja auch so ein Tipp von wegen, hey, da oben ist aber jetzt ein Viech, weil da oben auch ein Dings ist hier, ein Radiosender, ich bin da gesagt. Ein Collectible.
Hier geht's nicht lang, ne? Genau. Ab zum Heliport. Aber der Heliport geht doch gar nicht, oder? Weil ist ja irgendwie aus. Wobei, da war ja alles dunkel, ne? Jetzt können wir uns da im Heliport umsehen. Haha, jetzt macht das auch Sinn. Jetzt macht das alles einen Sinn. Das heißt, es macht einen Sinn, es ergibt einen Sinn. Okay. Ist voll schwierig, dass man. Das wäre cool, wenn irgendwie eine Anzeige wäre von wegen, hey, hier irgendwo musst du ein Foto machen oder so. Oder später auf der Map so ein Gebiete-Region gibt, wo du noch Fotos machen musst in den Gebieten oder so. Ich würde schon gerne vieles bis alles sammeln. Aber gut. War da ein Zombie da oben? Ja, ne? Ne, ich hab schon wieder irgendwo Hallus, ey. Ja, guten Morgen, Tom. Dschungel. Oh, hi. Bam. Hör auf, hier die Viecher zu fressen, Mann. Bam. Oh mein Gott. Schon fast mit. Ich würde gerne auch einmal nach oben und mit den Leuten quatschen. Ich glaube, das machen wir mal eben. Ich hoffe nur, dass es keine Zeitverschwendung ist, weil der Weg ja schon ziemlich lang war nach oben. In der Hoffnung, dass wir einfach mit denen reden können. Und es fehlt ja auch noch so ein Enterhaken und sowas, ne? Weil hier konnte man ja auch irgendwo runter, aber dafür braucht man diesen Haken, ne? Dafür braucht man ja diesen Haken. Genau hier. Greifhaken befestigen. Aber den haben wir ja nicht. Den müssen wir auch noch kriegen. Das heißt, wir brauchen noch einen Greifhaken und noch irgendwo eine Schrotflinte her. Und dann sind wir, glaube ich, glücklich oder so. So, ich will einfach gucken, wie es Linda geht. Weil wir ja nur mit den Chatten reden hier über das Funkgerät. Einfach nur mal fragen, wie es ihr so geht. Wenn die denn hier wären. Hä? Hat die nicht gesagt, die gehen zum Berggipfel? Sind die da drin oder was? Dann möchte ich gerne wissen, wie die da reingekommen sind. Hallo? Wo seid ihr? Hallo? Freunde? Sind die doch schon beide Zombies und ich habe die gerade erledigt? Aber warum hatten die einen Kittel an? Okay. Schwierig. Ein bisschen doof, dass die gar nicht da sind. Aber okay, wenn das halt so ist, dann ist das so. Da können wir auch nicht viel daran ändern. Das wäre cool, wenn die wirklich da oben liegen würden. Das muss ja kein großer Akt oder sowas sein. Es könnte einfach sein, dass die da irgendwo liegt und er dann daneben sitzt oder so. Oder weiß ich was. Das wird ja auch schon reichen. Muss ja nicht irgendwie, keine Ahnung, dass er sich da hart um sie kümmert oder irgendwie so ein Kack. So animationsmäßig. Das wäre ja trotzdem schon cool. Oder die würden einfach sagen, ja, wir sind hier im Container und fertig. Aber man könnte halt irgendwie nicht rein oder so. Oh, die haben die Tür verschlossen, oder weiß ich sowas. Aber du hast ja nicht mal eine Tür. Ja, eher schwierig, dass halt einfach gar nichts ist so. Okay, gut. Dann wollen wir jetzt auf jeden Fall Richtung Helipad. In der Hoffnung, dass wir da irgendwie den Strom oder sowas ankriegen und dass wir dann damit hoch können. Oh, da habe ich auch was. Ne, das war nur Wasser. Dann hätte ich was übersehen. Aber war doch nichts. Und ich verarsche schon wieder. Bam. Double Kill, Alter. Weg mit dir. Komm ja jedes Mal neu, oder was? Das ist ja nervig. Oh, hi. Ach, du bist jetzt auch gleich auf, oder? Das ist ja so ein Jumper, ne? Ich hab keine Ausdauer.
Oh mein Gott. Letzter Moment. Kannst du mal bitte von meinem Bein weggehen? Kann ich mal Ausdauer tanken. Leben ist ja jetzt nicht so wichtig, sag ich mal in Anführungsstrichen. Wenn du genug Ausdauer hast. Überall alles voll mit Zombies. Das ist ja stressig. Das fand ich am Anfang echt angenehmer. Tschüss. Surprise. Surprise. Ich feiere das immer noch. Wenn er einfach so ganz stumpf Surprise sagt. Die sind aber echt böse platziert hier, ne? Die sind wirklich auf den Nervecken platziert, schlechthin. Und ja, sie kommen ja jedes Mal wieder, ne? Können wir die auch schon wieder fotografieren oder immer noch oder so? Nee, ne? Ha. Vielleicht kann ich die da unten auch nochmal fotografieren. Okay, nee. Ja gut, dann nicht. Dann schleichen wir uns einfach an und killen die dann so. Dom dom. Dom dom. Da dom. Eigentlich dürfte er nicht lebendig werden, weil er wurde ja gerade so halb gefressen, oder? Warum lebt er denn? Er wurde doch gerade von der Alten gefressen. Da gibt es einfach gar keinen Sinn. Warum du da vom Baum runterfliegst, weiß ich auch nicht. Kann man? That is interesting. Kann die Kameras zerstören. Ich habe natürlich jetzt minimal Lärm damit gemacht, das ist mir klar. Das ist halt schon ziemlich geil. Das ist eh ein bisschen creepy gewesen, dass sie einen angeguckt haben. Vorne war auch noch einer, das weiß ich noch. Das war mit die erste, die uns angeguckt hatte. Kann ich hier lang? Ich kann hier lang, hier ist 100% noch ein Secret. Oder? Nicht? Okay, man kann hier einfach lang. Verrückt. Normalerweise gibt es dann da immer ein Secret, wenn man sowas findet, wo man lang gehen kann. Wo man so ganz einfach nicht lang gehen kann. Okay, ich nehme mich so hin. Ist okay. Au. Die Dinger, ne? Die sieht man aber auch so schlecht. Also ich sehe sie auf jeden Fall super schlecht. So. Gleich wird es dunkel. Ja, Wunderbärchen. Aber wir haben ja Licht. Ist ja gar kein Problem. Ja, stimmt, wie krass dunkel, ne? Ja, er speichert schon wieder. Meist kein so gutes Zeichen, wenn er speichert. Aber ist okay. Darf er machen. Weil Willy soll die Schlüsselkarte finden? Das ist ja verrückt. Gut, dass du mir das sagst. Wäre ich jetzt von selber nicht drauf gekommen. Lol, das erste Game, wo ich Pflanzen sehe, die schon länger irgendwo rumstehen, dass sie auch wirklich kaputt gehen. Und nicht top Notch aussehen, so. Verrückt. Okay, ich brauche eine Keycard für den einen Weg dadurch, ne? Oder? Die Tür war doch gekeycardet, oder? Da oben muss ich irgendwo hin, aber... Ne, die ist verbarrikadiert, okay. Zum Strand muss ich auch nochmal mit der Axt, ne? Stimmt, da kann ich ja die Tür einhauen oder sowas war das. Stimmt, da müssen wir auch noch hin. Das machen wir hier nach. Wenn ich dann noch dran denke. Sean May,
Am I on the right track? There's a tunnel in the mountain and some sort of big elevator. Sounds right. Take the elevator up to the helipad. Okay. Warum sind hier gar keine Viecher? Also so gar nicht. Und warum ploppen die Pakete so spät erst auf? Hä? Uiuiui. Yes, I believe it's skull crushing time. Das ist doch mal ein Waffen-Upgrade, oder? Also. Ja gut, im Endeffekt. Einfach nur mit Kabelbindern da noch so ein eine Machete und ein Wurfmesser dran geklebt. Aber das ist trotzdem cool. Bam! Ja, damit kann man schon arbeiten, ja. Also irgendwas ist hier im Busch, dass hier nirgendwo Viecher sind. Das glaube ich kaum. Vielleicht wenn ich den Elevator betätige, dass dann Viecher kommen. Dass ich hier oben mich jetzt hochbetteln, also betteln muss. Oder wenn wir oben angekommen sind. Und dafür ist das Radio gut, dass das direkt schon Viecher anlockt. Kann ich mit rechnen. I refuse to be up. Ich verweile was? Sean May, don't think this is the right elevator. Okay. Wir werden gar nicht von dem Radio angezogen. Alles ganz ehrlich, die Viecher sind ja auch jetzt nicht das Problem, so, ne? Bam, Junge. Ja, wohin hätten die? Ja gut, können wir mal das Radio ausmachen, ne? Nessa? Nessa? Was? Kann man bestimmt auch die Errungenschaft machen. Man muss 10 Dinger in Folge schleichen killen. Das können wir hier bestimmt auch gut machen. Da irgendwo einer? Die fallen einfach so aus dem Nichts, ne? Oh. War lustig, ich konnte gerade gar nicht da lang laufen. Das ist ja der Jumper. Okay, wenn die Viecher natürlich stärker werden, dann sollte ich mich irgendwann ein bisschen mich verstecken. Aber okay, das war's. Alter, die Waffe ist schon geil, Alter. Auf jeden Fall, die Viecher kann ich damit schon one-hitten, die Arzt-Leute. Also mit dem Rechtsklick auf jeden Fall. Das ist so klar, ne? Ich stehe immer auf der falschen Seite von so einem. Vom Elevator. Immer. Ja. The virus causes infected cells to coalesce along the spinal cord after the higher cognitive centers in the brain have been necrotized. The host body loses its higher brain functions and physical strength as the body continues to decompose while the function to move and act is, well, controlled by the virus to function as long as possible. So. Ja, den Gabelstapler kommen wir nicht nochmal. Finde ich cool, den will ich schon ganz oft weiter fotografieren. Ja, da hat man irgendwie nur die gleichen Sachen, die man so fotografieren kann, ne? Also hier habe ich auf jeden Fall gesehen, können wir den Fahrstuhl mit umstellen. Entweder können wir damit höher fahren oder wir können den zurückrufen, falls der unten sein sollte. Ich glaube, wir sollen hier lang. Sieht auf jeden Fall ganz stark danach aus. Hubschrauberplatz. Bitte sag mir nicht, es gibt 1000 verschiedene Laboreingänge und alle sind halt
ein anderes Labor. Das ist ja krass. How did you get up there? Don't ask. I have something here I need. More allies, or should I say, assets in my endeavor. Zwei übereinander spielen ist nicht so geil. Oh, jetzt habe ich auf den Rechts gedrückt. Entschuldigung. Entschuldigung. Hi. Kenne ich dich? Nee. Okay, für zwei Viecher wurde mir das jetzt angezeigt. Ach, er ist das. Jetzt lernen wir ihn auch erstmal kennen. Der Schlechter. Erstmal, dass wir ihn kennenlernen. Gleich will man doch auch erfahren, wie der am besten zu killen ist, oder? Wollte bis jetzt eigentlich so gut wie immer so, oder? Man kann natürlich jetzt einfach hau drauf auf gut Glück so. Also das tut auf jeden Fall weh, das wissen wir. Ich würde schon gerne mal mit Nahkampf besiegen. So. Oh, oh, das ist schlecht, das ist super schlecht, okay. Also wir können ihn auch im Nahkampf besiegen. Das ist halt nur, was ich halt nie gecheckt habe, wenn er die Krallen davor hat, dass er halt super gedefft ist. Das habe ich halt nie verstanden. Got the next key card. You don't give up, do you? Not anymore. Ich wollte gerade gucken, ob ich noch Fotos machen kann. Hallo? Das ist hübsch. Ein Irrgarten, oder? Real? Hey, ich hätte gern gesehen, was auf uns zukommt. I got all three key cards. Then use them at the security office back at the airfield. You'll get the master key to the labs. You don't want it? After all this? I told you, I'm not here to chase cures. Why are you here? I wish I could help you, but we should maintain radio silence from now on. Wait, whatever. Oh, ich wusste nicht, so what about that woman? Kamera she's a certified badass. Uh-huh, that's good. As long as she's on our side, that is. Well, she's not on Team Death Breath, that's for sure. Okay. Fine. Okay. Ich wusste jetzt nicht, ob ich Rechtsklick machen darf, um die Kamera wegzumachen. Weil ich Angst hatte, dass ich das unterbreche, was sie sagt. Könnt ihr euch wieder was durchlesen? Wenn ihr das möchtet. So, haben wir sonst noch irgendwas Schönes hier? Auf jeden Fall das Helipad, aber hier ist keiner. Also kein Heli. Keine Person hier ist, ist ja auch irgendwo klar. Wie fängt hier das blöde Rohr an und geht einfach ins Nichts? Ach nee. Okay, das ist an den Tank angeschlossen, aber warum endet das? Ich weiß es nicht. Ich frag gar nicht nach. Das ist einfach so. Ich nehme es einfach mal hin, okay? Ich nehme es hin. So, dann gucken wir da vorne noch rein. Und dann war es das eventuell schon. Und dann gehen wir auf jeden Fall danach zum Strand, bevor wir die Keycards wegbringen. Okay. Da brauchen wir eine Schlüsselkarte. Okay. Wo auch immer wir die herbekommen. Scheint nicht so einfach zu sein. Oder sowas in der Art. Hier kommen wir auch nicht lang. Das heißt, wir müssen da komplett zurück, ne? Kann ich über die Karte eigentlich auch Schnellreisen machen? Da sind wir beim Hubschrauberlandeplatz. Also zwei Dinger fehlen uns noch, sozusagen, glaube ich. Also hier. Da sind wir nicht vorbeigelaufen. Würde mich auch noch interessieren. Wir, zur 6 müssten wir. Das ist der... Geopan-Komplex? Was ist das? Crown-Wohnsitz. Wir gehen ja jetzt eh gleich zum Crown-Wohnsitz, oder? Rein theoretisch, weil wir sind ja hier und gehen da, glaube ich, lang, oder? Wir gucken mal. Auf jeden Fall will ich alles auf Karte erforschen. Aber Schnellreise geht scheinbar nicht. Auch nicht zu den Bunkern, oder?
Weil die gar nicht eingezeigt sind. Begib dich zum Flughafen. Okay. Oh. Oh, hier kommen wir gar nicht her, ne? Oh, dann, erforschen wir dieses kleine Teilchen noch und gehen dann im nächsten Part auf jeden Fall zum Strand erst einmal. Da die Tür nochmal angucken, weil wir haben jetzt das Hackebeil. Was ja sozusagen am Anfang gespoilert wurde, dass es ein Hackebeil geben wird. Also würde endlich wieder runterkommen. Kommen wir damit runter, vom Berg? Ist die Frage, wo führt die uns hin, ne? Oh. Now I am exactly where I need to be. Now it begins. Okay, dann auf geht's, ab geht's. Können wir wieder rauslaufen? Was sind wir denn jetzt? Das ist halt ziemlich sick. Jetzt weiß ich auch, was dieser Komplex hier auf sich hat. Sind wir jetzt bei Crows? Ja. Ah, dafür ist dieses Ding. Das heißt, wir müssen eigentlich nur die Straße entlang und dann wissen wir, was da vorne noch ist. Oder die Straße können wir, glaube ich, nicht entlang. Wir müssen den Tunnel nehmen, ne? Hm. Mal gucken. Mal gucken. Also da oben kommen wir ja nicht lang. Und da gehen wir so einen Tunnel entlang. Da gehen wir ja keine Straße entlang, ne? Soweit ich das weiß. Was ist das denn hier von der Karte her, der Weg, den wir gehen sollen? Also, wo ich lang will. Sagen wir mal. Grounds Wohnsitz. Ja, hier. Ah, okay, ja gut, wir gehen natürlich da nicht lang, weil da ja alles zu ist. Wir nehmen ja hier voll den relativ großen Umweg und so. Stimmt. Da kommen wir ja nicht durch, ne? Okay. Aber 1:1 bewegen wir uns auf der Karte nicht. Ich glaube, wir bewegen uns da echt nur so gebietenweise weiter. Ein bisschen schade, dadurch könnte man sich besser orientieren, wo man gerade ist und wo man noch hinten etwa hin muss und sowas. Schade. Wäre auf jeden Fall cool gewesen. Man hat echt keine Ahnung, wie weit latschen dafür, ne? Aber gut, besser hier lang, als wenn wir da den anderen Weg komplett lang müssen. Die Tür ist verbarrikadiert. Wahrscheinlich würden wir sonst da rauskommen und dann würden wir laut Karte... Ah, hier sind wir, okay. Und wahrscheinlich da irgendwie noch hinkommen oder so, oder hier, ich weiß nicht. Wir gehen auf jeden Fall um diese Gebiete jetzt herum. Ich denke mal, da müssen wir später irgendwie reinkommen in die Gebiete. Weil wir sonst auch keine Möglichkeit haben, da durchzulaufen, ne? Okay, hier ist auf jeden Fall der Flughafen. Ich wollte aber zum Strand, ne? Strand ist die 1, da müssen wir super weit laufen. Gut, dann würde ich einfach sagen, ich werde jetzt offscreen zum Strand laufen. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder beim Strand, gucken in die Hütte rein und dann machen wir weiter mit den Keycards hier abgeben. Und dann würde ich einfach sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch der Part gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung und über einen Kommentar freuen und ich hoffe, wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer kleiner Tom. Ciao, ciao und bye, bye.